Was geht ab? Wir sind wieder zu viert am Start, wie zwei Personen, die vorm Spiegel stehen. Heute mal wieder was aus dem Hause Etradauer, nämlich ein Bällchen 8. Besser gesagt sogar ein Cuvée, also ein Etradauer und ein Bällchen. Tschüss. Kai, komm, erst mal den Flimmerkasten hier auf den Tisch. Er war natürlich vor Ort. Genau. Wer uns verfolgt, weiß, hier oben eingeblendet, einfach ein anderes Etradauer-Video mit vielen Fakten. Nice. Aber Etradauer ist einfach mega geil, vor allem diese Bällchen-Variante, weil wir haben eine extrem kleine Brennerei, wir haben 50 ppm, ähnlich wie Artback. Wenn du von kleiner Brennerei redest, wir haben gerade einmal 120.000 Liter Kapazität. Vom Torfgehalt ähnlich wie Artback, also jetzt nicht von Geschmacksart. Wir haben hier Highland-Torf drin, immer ein bisschen süßlicher, ein bisschen ganz anders, ich sag mal, der Feststand halt. Da wachsen Bäume und. Auf Insel Eiler nicht. Und was das Besondere jetzt hier auch zur Bottle, weil ich ja schon angesprochen habe, Etradauer und Bällchen. Wir haben ein Unpeated Etradauer Sherry und drei Bällchen, also Peated Bourbonfässer. Nice. Die wurden vermehlt. Das heißt, wir haben hier auch einen rauchigen Whisky am Start, aber nicht so rauchig wie schon die angesprochenen ppm, die sonst nur drei Viertel rauchig. Genau. Aber wird auch sehr spannend, weil gerade Etradauer an sich ziemlich viele Fans, auch unter uns ist der Großteil Fan von. Auf jeden Fall. Aber ich bin eher Bällchen-Fan. Ja. Mal schauen, ob ich immer noch so. Ja, habe ich mich überzeugt. Ich liebe beides. Ja, ich auch. Ja. Wir also schaffen auch mit Warm-Tubs extrem klein. Also meine Kapazität. Technisch und auch optisch, ihr habt gesehen, ist ja mit das geilste überhaupt eigentlich. 10. Ja. Deswegen musste der Lachs halt auch hier bei uns landen. Liegt bei 50 bis 55 Euro. Geil. 8 Jahre alt. Ja. Gut, gibt natürlich günstigere von anderen Brennereien. Mhm. Aber so alleine dieses Experiment, sage ich jetzt einfach mal, reizt schon wieder den Lachs zu kaufen. 46 Volumenprozente haben wir am Start. Wir haben natürlich keine Farbe und auch keine Kühlfiltration. Dafür, dass er keine Farbe hat, ist er ziemlich dunkel. Aber hallo. Und auf der Box sieht man passend auch die Brennerei. Das heißt, wenn man ein bisschen Flashbacks haben will, schaut man entweder da rein oder in unseren Whiskybrunnen. Tschüss. Deo, Mann! Absolut nice. Au! Was mich persönlich, also ich finde Bällchen an sich auch vom Rauchgehalt nahezu perfekt. Ich finde die Etradauers, so wie sie sind, perfekt. Jetzt macht man hier das, ja, in Anführungsstrichen, kleine Experiment, vermischt es mal, geht also mit dem Bällchen so ein bisschen mit dem Rauchgehalt runter. Ich hoffe jetzt nicht, dass es irgendwie ein schwacher Bällchen wird. Und ich hoffe, dass irgendwas. Dass es von beiden die positiven Dinge ja, annimmt. Ganz genau. Ja. Einfach, dass es halt richtig harmoniert, hoffst du. Genau. Ja. Und die 8 Jahre haben wir ja schon angesprochen. Dementsprechend ist natürlich auch der Rauchgehalt trotzdem etwas höher bei den Bällchen. Perfekt. Vor allem nach 8 Jahren kann man auch sagen, dass so diese metallische Schärfe, die man aus dem ganzen so jungen Destillat eigentlich hat, aus dem New Make, dass die bei 8 Jahren schon ziemlich gut verarbeitet ist. Das heißt, ab da aufwärts eigentlich immer gut, außer dein Fass ist halt scheiße. Ja. Ich würde sagen, wir halten die Nase rein. Sehr, sehr, sehr gern. Sehr gern. Junge. Viel Sherry erstmal, finde ich. Ich bin erstmal bei Campbelltown. So ein bisschen. Echt? Damn, das falsche Glas. Ja, vielleicht nicht sauber gemacht. Nee, ich hatte auch sofort. Ich fand ihn jetzt nicht rauchig von der Nase so, aber irgendwie dreckig. Ja, genau, dreckig, richtig. Und aber auch sherry-lastig. Er ist nicht rauchig. Also, er ist rauchig, aber. Ich hab gerade einfach ein Fecht fast 1 CL verloren auf Boden. Und keiner hat's gemerkt, Alter. Aber wie, Alter? Er ist nicht rauchig. Ich finde ihn im ersten Moment, also er ist rauchig, aber ich finde ihn nicht so rauchig, wie ich Bällchen grundsätzlich erwarte, sondern wie du schon sagst, ich finde ihn extrem rustikal, extrem dreckig, Lagerhaus, staubig und da kommt auch so ein bisschen dann die Rauchigkeit raus, aber eben nicht so diese so ein bisschen bekannte Lagerfeuer-Rauchigkeit oder sowas. Ich habe Rosinen, sein Urgroßvater waren. Absolut. Erst der Neffe. Aber ich habe auch schon viel trockene Erde und Lehm und ein bisschen Cannabis. Also, ja. Ja, doch mal jetzt. Aber erst mal. Vorher Cannabis. Genau, komisch. Bin mal gespannt, ob das noch immer noch da ist oder ob ich gerade halluziniere oder so. Blind wäre ich jetzt sogar eher bei Etradauer als bei Bällchen. Ja, das sind Facts. Was jetzt ja so vom Datenblatt her wahrscheinlich eher andersrum sein müsste. Ja.
Aber ganz blind wäre ich auf jeden Fall da bei der Brennerei. Ich werde es ja, ist schon nochmal was anderes, aber eher noch etwa Dauer. Wenn ich aber mich nur zwischen den zwei entscheiden müsste, nachher blind, dann wäre ich auf jeden Fall eher bei einem Bällchen, würde mich aber fragen, was da schiefgelaufen ist, weil so wenig Rauchigkeit durchkommt. Ja, ich finde echt, hat extrem wenig Rauchigkeit. Ja, das ist eher so ein Muff, ein intensiver Muff. Genau. Ja, halt so, wie man es auch von vielen Brennereien kennt, die halt wenig PPM verwenden, wie jetzt Highland Park oder Cragglemore. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Aber es kommt auch, so leicht rote Früchte kommen schon durch. Mhm. Also da ist schon eher ein Fassanteil, weil wir statt drei Bourbonfässer drin. Mhm. Eher Sherry. Ja, weil er schon so eine, wenn man sich über die Muffigkeit dann drüber hinweg oder hinten dran oder sowas, kommt schon so eine leichte Vanillesüße oder sowas, die kannst du schon, da kommt dann schon so ein bisschen das Bourbon. Ja. Oder so eine allgemein, so eine frische, ein bisschen so eine Leichtigkeit vielleicht sogar ein bisschen. Olli, weil du meinst, dass du ja am Anfang auch bei Campbelltown eher warst. Mhm. Was dich ja oft bei Eltradauer stört, ist diese seifige Note. Ja. Hast du die? Bislang nicht. Ja, weil nicht ich so richtig. Deswegen bin ich auch nicht da. Ja. Also ich weiß auch immer, was du meinst mit dieser Note. Ja. Ich empfinde es nie als Seife, aber ich verstehe die Note. Ja. Aber ich habe die auch nicht. Ja. Das ist hier so im Glauben. Ich finde ihn krass dunkel, fruchtig. Also so Kirsche, Erdbeere ist auch am Start. So die Himbeere. Matschiges Getreide irgendwie so ein bisschen noch. Weil ich find, also Waldfruchtmarmelade. Aber Erdbeere und Himbeere finde ich tatsächlich echt gut, weil er schon dunkel wirkt, aber irgendwie wie auch nicht so dunkel. Genau, trotzdem aber noch frische Erdbeere dann. Ja. Ja. Keine dunkelfruchtige. Richtig, on point. Seid ihr bereit? Ja, ich bin jetzt bereit. Ja, sehr gerne. Launche. Also was mir gefällt, dass ich immer noch diesen dreckigen und sherry-lastigen Charakter habe. Ja, Mann. Aber jetzt halt mit einer Rauchigkeit, aber jetzt auch nicht so, also immer noch nicht so krass rauchig ist. Aber stärker. Ja, genau. Ja, oder präsenter. Präsenter. Ja. Also hat schon so diesen leichten Campbelltown-Touch mit drin. Ja, so ein dreckig, maschinelle, bisschen, genau, bisschen ölig. Ölig, ja. Ja, einfach irgendwie industriell, so ein bisschen. Ja. Aber schon auch eine ziemliche Cremigkeit, eine fruchtige, wie nennt man es? Eingekochte Marmelade, so ein bisschen. Ja, genau. Also so eine Erdbeer-Himbeer-Marmelade. Ja, vor allem im Moment des Schluckens, finde ich, kommen die nochmal ganz präsent raus. Und dann im Abgang, da wandelt das sich nochmal, aber diese Marmelade zum hinten raus nochmal. Ja, aber jetzt gerade auch mit so ein bisschen Tannenzweigen oder so im Abgang. Oder Tannenzapfen. Habe ich zwar nicht probiert, aber Fichtenwald oder so. Ja. So den 46% vielleicht noch. Die finde ich ideal. Mhm. Also, schon, ja, der ist geil. Also auch für den Preis ist der geil. Mhm. Man kann nichts sagen. So um die 50 Euro. Achtjähriger. Mhm. Klar, vielleicht für einen Achtjährigen eigentlich viel Geld, aber der liefert ab. Ah, für die Kapazität der Brennerei. Und, ja, für und das ist unfassbar. Geht's wieder. Also für bisschen das ist echt Geschmack. Perfekt. Ja, ein bisschen Bitterkeit im Abgang. Leichte Röstigkeit so. Mhm. Gut, man könnte jetzt sagen, Eltradauer 10 und Bällchen 10 liegen ungefähr bei 40, 45 Euro. Nochmal zwei Jahre älter. Mhm. Trotzdem habe ich, trotzdem hast du hier ein bisschen was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Sind wirklich auch nur 4 Fässer, also begrenzt. Ja. Klar kostet dann ein bisschen mehr dann auch, aber das Experiment, also zumindest gelungen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nicht in die Hose gegangen. Ich finde eigenständig. Mhm. Es ist einfach nicht diese, eine Abwandlung von irgendwas, was die schon haben, sondern es ist nur ein bisschen was Neues. Mir gefällt das schon echt übelst gut. Also schon echt verrückt. Hat noch einen leichten Touch Junges mit dabei. Vom New Mac, aber Charakter ein bisschen. Aber es kommt auch Zimt noch und gebrannte Mandeln gerade. Ja, Mann. Schon lecker. Mhm. Ja, wollt ihr zu den Punkten kommen? Ja, ich gehe einfach straight auf 87. Finde echt übelst geil. Ich habe auch fast schon damit gespielt mit den 87. Ich bin jetzt bei den 86. Alles über 85 ist ja schon sehr gut, muss man sagen. Ja. Und das für so ein junges Teil. Eigentlich geil. 86 von mir, Bei mir 85. Einfach 85. Nice. Aber kann ich verstehen, ich war zwischen 85 und 86. Ich gehe aber mit den 86, weil ich ihn vor allem im Geschmack und dann im Übergang zum Abgang echt stark finde. Mhm. Diesen ganz leichten jungen Charakter, den er hat, finde ich gar nicht so sehr störend. Ich finde den industriellen Style eigentlich ziemlich geil und auch den Alkohol finde ich fast perfekt. Ja, ich spreche hier auch immer noch über eine 8 Jahre alte Whisky. Ja, genau. Ziemlich viel mit dafür. Ja, genau. Der bringt echt und richtig. Und vor allem,
eigentlich auch gut mit den 8 Jahren, mhm. vor allem auf diesen Bällechen jetzt bezogen, ja. weil halt die Rauchigkeit in dem Fall dann doch ein bisschen mehr durchkommt, als wäre es jetzt noch älter. Daseinsberechtigung. 85 bis 87 ist ja wirklich richtig gut. Absolut. Und das hat er verdient, der kleine Max. 50 Euro. Mach ich gar nichts falsch. Mach ich absolut kaufen. Nichts falsch. Kannst jederzeit chöppen. Kannst auch in 2-3 Jahren noch chöppen, wenn es sie noch gibt. Also absolut geil. Kannst du gerne nochmal so einen Versuch machen. Auch das. Vielleicht sogar mit 2 und 2 und nicht 1 und 3. Ja. Also mach das mal. Wohl geht's. Wir machen Abgang. Ich glaube, der Aufzug kommt. Oh. Echt? Wo was? Aufzug. Oh mein Gott.